Immer mehr Restaurants verbinden Essen und Entertainment. In Tokio zum Beispiel ist es Alltag, dass während deiner Portion Reis mit Hähnchen ein riesiges Pikachu tanzt oder ein Konzert von Robotern gespielt wird. Und dieser Trend verbreitet sich immer mehr und ist mittlerweile auch in Europa angekommen. In diesem Format testen wir Restaurants, die mehr als nur gutes Essen zu bieten haben. Freunde, heute bin ich zu Besuch bei dem kleinsten Chefkoch der Welt. Und was das eigentlich heißt und wo wir überhaupt gerade hinfahren, erfahrt ihr jetzt. Le Petit Chef ist gerade mal 58 mm groß und damit der kleinste Küchenchef der Welt. Erfunden wurde er im April 2015 in Belgien und seit Juli diesen Jahres beweist er täglich von 17 bis 19 Uhr in Hagen in den Elbershallen seine etwas dramatisch wirkenden Kochkünste. Le Petit Chef könnt ihr aber auch in Ulm, Mainz, Frankfurt, Düsseldorf, München, Ingolstadt und Berlin erleben. Hi. Perfekt, super. Dankeschön. Smiley macht schon den Tisch kaputt. So, wir sitzen jetzt am Tisch und die erste Experience ist auf jeden Fall schon verrückt, weil hier ist gar kein Teller drauf. Und ich dachte immer, okay, vielleicht ist es irgendwie ein Bildschirm auf dem Tisch, aber nein. Freunde, schaut mal nach oben. Wir haben einen Beamer, der quasi das Bild auf den Tisch projiziert. Verrückt. Und wie es aussieht, geht es gleich jede Sekunde los. Also, ich bin mal gespannt auf den ersten Gang. Das fühlt sich voll verrückt an, oder? Das ist so, der ganze Tisch irgendwie Teil des Ganzen ist. Und jetzt können wir Le Petit Chef live erleben, wie er unseren Fisch frisch fängt, dann nochmal eine Runde mit dem Jetski dreht und ja, ja. So einfach eiskalt. Also, wir konnten gerade live beobachten, wie eine Fischsuppe zubereitet wird. Mit einem etwas traurigen Ende, würde ich sagen. Oh, ich bin so gespannt, wie diese Fischsuppe schmecken wird. Von außen nach innen, ne? Nee, ach so, nee, dankeschön. So, meine Herren, dann haben wir hier die vegetarische Variante. Tomatensuppe mit weißem Tomatenschaum und Basilikumöl. Und hier einmal eine Bouillabaisse. Einlage haben wir hier Pulpo, Zander, Wolfsbarsch und Venusmuschel. Und auf dem Stangenbaguette haben wir eine Sauce Brouille. Dankeschön. Oh Mike, deine vegetarische Alternative sieht sehr gut aus. Okay, let's go, Freunde. Ja, ist schon lecker. Was soll ich denn anderes sagen? Wow, ist voll schön angerichtet. Es ist so ein sehr intensiver Geschmack. Sehr herb, aber trotzdem so eine leichte Suppe. Oh, das gefällt mir schon fast mehr. Was war das? Ich habe es gar nicht mitbekommen, was da drauf ist. Auf dem Stangenbaguette haben wir eine Sauce Brouille. Also die Vorspeise, sehr, sehr stark. Und jetzt bin ich noch viel mehr gespannt, was gleich auf uns zukommt. Wow. Also Freunde, diese Fischsuppe, an der kann man echt nichts aussetzen. Besonders der Pulpo, der Oktopus da drin, der war so lecker. Also top, 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 top. Erst recht, weil Fischsuppen, da bin ich sogar eher kritisch, weil die mir oft nicht schmecken. Aber hier, also wirklich mega lecker. Ich habe aber jetzt erst so richtig, richtig Hunger bekommen. Erst recht, weil ich eigentlich so ein Typ bin, der so richtig reinhaut und eher alles auf dem Tisch gleichzeitig liegen hat und das gar nicht so kenne, dass man Gang für Gang sich vorarbeitet. Aber bin immer noch sehr aufgeregt. Also erst recht, weil mein Appetit erst jetzt so richtig geweckt worden ist. Schauen wir auch gleich weiter. Hört ihr das? Die haben einfach meinen Song benutzt. Diesmal liefert sich unser kleiner Chefkoch einen Kampf gegen einen Maulwurf, während er unseren zweiten Gang vorbereitet. Also irgendwie endet die Geschichte immer ein bisschen traurig. Also unterhaltsam und süß. Einfach so. Der tut mir leid. Oh. Dankeschön. Wir haben jetzt hier eine Büffelmozzarella, ein bisschen Wildkräutersalat. Dann haben wir so drei verschiedene Gele an der Seite. Einmal ist ein Mozzarella-Gel, Tomatengel und Basilikumgel und etwas Basilikumöl. Guten Appetit wünsche ich. Danke, danke, danke. Und das ist das Verrückte, nämlich
die Animation verkürzt die Wartezeit. Und das finde ich so cool, weil ansonsten wartest du immer auf dein Essen und wartest und wartest. Und so weißt du, okay, du hast einen Miniclip gesehen und der ist vorbei und bam, das Gericht wird serviert. Und das ist halt irgendwie, finde ich, in der Restaurant-Wartezeitkultur revolutionär. Im zweiten Gang gibt es Käse. Finde ich gut. Mozzarella ist was Feines. Erst recht, wenn er so noch leicht flüssig in der Mitte ist. Einfach zart. Mega. Das ist ein richtig geiler Background. Irgendwie feiere ich das voll. Das ist so Ocean. Okay, wollen wir raten, wie die Geschichte ausgeht? Ich sage, er ertrinkt. Ich sage, er wird von einem Fisch gefressen. Was man diesmal ganz gut beobachten konnte, ist, dass dieser ganze Tisch Teil der Geschichte ist. Man sieht Fische durch den ganzen Tisch schwimmen und gleichzeitig unseren kleinen Chefkoch wieder mal komplett in Action. Ich glaube, ich habe gewonnen. Er ist ertrunken. Ich hatte recht. Wo ist der riesige? Hier vorne. Ach so. Dankeschön. Also, Freunde, dieses Gericht war top. Ich wollte eigentlich beim Probieren filmen, aber ich war so hungrig, ich hab's einfach vergessen. Ich hatte einen Job, ich hab's vergessen. Aber ja, war lecker. Also mit Trüffel bekommt man mich eh. Das ist einfach so meine größte Schwachstelle. Und dann grüner Spargel und Kartoffelpüree. Geile Kombo. Garnele war top. Schon wieder nichts auszusetzen. Es ist einfach lecker. Auch wenn ich viel frass halt fünfmal so viel jetzt essen konnte, geht es so ein bisschen um die Kunst hinter dem Essen. Und das fühle ich und es schmeckt einfach mega. Also ich weiß gerade nicht, ob das hier reinpasst ins Video, aber Freunde, dieses Klo sieht so schön aus. Ich weiß nicht, ob das zu einem Restauranterlebnis dazugehört, aber das ist wunderschön. Also, Klo-Check bekommt ein Go. Und zu unserem vorletzten Gang wird auch gegrillt. Brokkoli ist für immer Top 3 Gemüse. Grüße gehen raus an Naomi, John. Er war am Brennen, aber ist eigentlich runtergefallen. Und voll die nette Tischdecke. Ja. Dankeschön. Dankeschön. Bei der vegetarischen Variante haben wir einmal Tagliatelle mit Parmesansoße. Das Graue ist Trüffelschaum, oben ein bisschen frischen gehobelten Trüffel und grünen Spargel. Bei der Fleischvariante haben wir Büffelfilet mit gegrillten Brokkoli, Drilling an Kartoffeln, Brokkoli-Püree und ein bisschen Rotweinsoße. Guten Appetit. Dankeschön. Dankeschön. Freunde. Hier muss ich sagen, beide Gerichte sehen unglaublich aus, selbst das vegetarische Gericht. Also, wow, das sieht so krass aus. Mein Appetit ist immer noch da. Dementsprechend, Freunde, let's go. Das Leben kann so schön sein. Fabelhaft, einfach fabelhaft. Ach, Freunde, ich kann nicht sagen, außer dass es unglaublich lecker war. Aber ihr kennt mich, ich liebe einfach Essen. So, und Freunde, dieser Wein, der ist unglaublich. Merkt man, dass ich so leicht tipsy bin? Nein. Okay, gut. Genau wie immer. Auf euch. Was man hier besonders gut beobachten kann, ist der 3D-Effekt. Der wirkt jetzt auf der Kamera nicht, aber Freunde, als ich da saß, sah das so aus, als würde der Drache einfach zu mir hochfliegen. Also absolut wild. Ja, cool. Boah, das ist, glaube ich, die schönste Animation bisher für dich. Das erste Mal, dass er nicht gestorben ist. Was für ein schönes Ende. True, true, true. Immerhin lebt er noch, das wissen wir so. Ja, das sieht nach etwas Creme Brûlée-artigem aus. Ja, ne? Ja, übelst geil. Gehört zu meinem Lieblingsdessert. Dankeschön. Zu unserem Grand Finale haben wir selbstgemachte Schoko-Eis auf einer Tonkabohnen-Creme Brûlée. Dazu haben wir einen weißen Schoko-Crumble mit Himbeergel und noch ein kleines bisschen Rhabarber. Ich wünsche dir viel Spaß damit. Dankeschön.
Also, wie wild klingt das, bitteschön? Wir haben ein Creme Brûlée, auf dem ist selbstgemachtes Schokoeis. Tonka-Bohnen-Creme, Himbeer-Gelee, Rhabarber und irgendwie, was war das? Weiße Schokolade Crumble, ne? Jetzt bin ich gespannt. Und mit Creme Brûlée haben die mich wirklich eigentlich bekommen. Ich mache jetzt wirklich alles auf einen Löffel, damit ich die gesamte Geschmacksexplosion habe. Holy shit, das ist nicht von dieser Welt. Wow. Ich hatte einen Nachtisch in Spanien, in so einem Ein-Sterne-Restaurant, wo ich mal war, wo ich immer gesagt habe, das ist der beste Nachtisch, den ich je gegessen habe. Und ich glaube, das hat's getoppt. Also von allen 5 Gängen ist der Nachtisch heute mit Abstand das stärkste Gericht. Da muss man halt einfach sagen, der Koch in der Küche ist ein Künstler, der weiß genau, was er macht. Der hat das Nachtisch-Game durchgespielt. Wow. Also Freunde, diese Experience war auf jeden Fall einzigartig. Ich muss sagen, das Essen hat super lecker geschmeckt. Im Nachhinein muss ich sagen, dass es doch ausreichend war, weil der Nachtisch hat einen richtig satt gemacht. Es war nicht so, dass man satt im Nachtisch ankam. Dementsprechend hatte ich irgendwie noch richtig viel Raum dafür und er konnte viel mehr glänzen. Also dieser Nachtisch, den werde ich nie in meinem Leben vergessen und das Essen war mega. Unser Entertainment-Faktor ist auf jeden Fall erfüllt worden. Dementsprechend bekommt Le Petit Chef auf jeden Fall einen ganz großen Daumen nach oben. Vielen Dank für dieses Erlebnis. Das Essen war grandios. Wirklich, vielen, vielen Dank. Diese Location hier ist auch wirklich sehr, sehr besonders. Wäre das irgendwie möglich, so in die Küche rein einmal laut Danke zu sagen? Okay. Jungs? Ich wollte mich einmal fürs unglaublich leckere Essen bedanken. Vielen, vielen Dank. Es war wirklich grandios. Dankeschön. Wer hat den Nachtisch gemacht? Unglaublich. Also der leckerste Nachtisch meines Lebens. Wirklich. Sehr, sehr lecker. Sehr, sehr lecker. Freunde, das war unser erstes Video zu dem Format Wir testen Entertainment-Restaurants. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne auch ein Abo da. Und falls ihr noch Restaurants kennt, die auch irgendwie einen Entertainment-Faktor haben oder irgendwie ein besonderes Konzept, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Vielen Dank für alles, Freunde. Macht es gut. Ciao, ciao.